Hallihallöchen und herzlich willkommen zum weiteren Podcast von uns. Ich habe mir jetzt nicht die Zahl gemerkt, aber es ist schon viel. Also wenn man mal so überlegt, wann wir damit angefangen haben, das vergeht ja relativ schnell die Zeit. Und jetzt sind wir schon beim, ist es der 15.? Ich glaube, der 15. Podcast. Ich kann auch lügen, ich glaube es aber nicht. Und über die vergangene Zeit, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Nicht wahr, Federico? Hallo. Hallo, ja, genau, das wollen wir heute. Das ist richtig, denn MOP ist jetzt ungefähr ein Jahr draußen und ja, wir wollten mal so ein bisschen drüber reden, wie denn MOP war, was gut war, was schlecht war, beziehungsweise was für ein Wandel das innerhalb des Add-ons gegeben hat. Ich würde sagen, wir fangen vorne an, von wegen, was mir da direkt negativ auffällt, sind die... Daily Quests. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so eine Zeit lang gemacht und dann habe ich mir einfach nur gedacht, ey, wisst ihr was, leck mich am Arsch. Das war so viel oder habe nur ich dieses Empfinden gehabt? Nee, das habe ich auch gehabt. Aber ich muss sagen, am Anfang war ich da noch wirklich top motiviert. Außerdem hatte ich da gerade im Studium nicht viel zu tun, deswegen auch die nötige Zeit. Ich habe da echt knallhart durchgezogen. Ja. Mit mehreren Chars am Anfang. Ich weiß auch nicht, wie ich das durchhalten konnte. Die ganzen dämlichen Fraktionen auf ehrfürchtig gebracht. Und an sich war die Levelphase ja schon relativ lang, wie ich fand. War jetzt so die erste Levelphase, die ich so aktiv mitgemacht habe, muss ich ehrlich gestehen. Und ich fand, das hat sich ganz schön gezogen, auch bei den Twinks dann hinterher noch. Das haben sie ja jetzt schon zum Glück angeglichen, aber ich muss sagen, dann auch noch Questen, Questen, Questen hast du beim Leveln schon gemacht, dann bist du endlich auf 90, freust dich und was machst du dann? Weiter Questen, juhu! Ja. Also es war schon echt ein bisschen ätzend, ja, das stimmt schon. Ich dir zu. Da hatte man direkt, fand ich zumindest, so einen Negativ-Eindruck von dem Add-on, also Da so schlimm war das jetzt nicht. Ja, also... Ja, du schon. Ich weiß noch, wie wir im TS gesessen haben, mitten in der Nacht, als rausgekommen ist und du warst nur am Rumfluchen. Nee, scheiße, muss ich hier 200 Pfeile sammeln? Ja. Warum können mich nicht 20 Pfeile sammeln? Ist auch nein! So. Weißt du, das ist so ein Scheiß von wegen auch so Sachen, sammle 500 Augen von den und den Gegnern, aber nur jeder 30. droppt so ein Ding. Was soll der Scheiß? Warum droppt nicht jeder so ein Teil? Wem bringt das denn was, wenn jeder 30. so ein Ding? Dann wird das nur noch mehr überfarmt und noch weniger kriegen das, weil Leute, die Scheiße abfarmen, nicht genug kriegen, die weiter abfarmen, dann bildet sich da so eine Schlange. Das ist doch, wer denkt sich denn so was aus? Entschuldigung, aber... Nee, weil ich halt meine, so das Ende vom letzten Addon, das war ja mehr so... Naja, hat sich auch ein bisschen gezogen und dann geht er direkt so weiter mit von wegen, ja gut, jetzt habt ihr mal ein Jahr hier euren Endcontent gehabt mit DS und so, jetzt wollt ihr aber machen hier, jetzt macht man hier 3000 Daily Quests und dann dachte ich mir so, das ist aber viel hier und nee, also ich hatte da zuerst schon so einen negativ Eindruck vom Add-on, was ich dann aber ändern sollte, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Denn, durch? Ja, ich weiß nicht, irgendwie so, ich kann gar nicht, also als ich dann aufgehört mit den Dailies, war halt auf einmal besser. Ich weiß auch nicht. Nee, ich kann gar nicht speziell sagen, warum, aber irgendwie, so vom Teil her, von den Raids her, also da waren die alle drei am Anfang direkt da, die drei Anfangs-Raids? Nacheinander. Zuerst gab's Mogu, dann Herz und dann Terrasse. Ja. Aber relativ zeitnah, sag ich mal. Ja, die waren irgendwie cool, fand ich. Und haben wir ja leider nicht so viel von gesehen. Nee, ja, das ist halt auch was sich durch unsere Gildengeschichte zieht. Also irgendwie, man hat immer eine gute Gruppe und denkt, jawohl, jetzt starten wir mal schön in den Content und dann zwei Wochen vom Content hauen welche ab oder kommen auf einmal nicht mehr oder keine Ahnung und dann sucht man noch
ewig in den Content hinein, Leute, und kommt einfach nicht vorwärts. Das haben wir bei jedem Content bisher gehabt, den wir jetzt so aktiv gemacht haben, sag ich jetzt mal. Das ist ein bisschen nervig, aber... Ja, man muss dazu sagen, damals auf Nefarian war es noch umso schwieriger, die Ersatzleute dann auch zu finden. Jetzt ist das ja um einiges erleichtert worden. Das stimmt allerdings, seit wir getrans sind, geht das doch schon ein bisschen schneller. Ja, aber ich kann gar nicht, wie gesagt, ich kann gar nicht genau sagen, wodurch sich dazu geändert hat, aber ich fand so ein paar Sachen ganz cool. Zum Beispiel das mit den Ackerbauern. Ich war wieder Dailies farmen und so, aber dass man dann da Gedöns anbauen konnte, dass das man. Das Geilste. Das fand ich ganz cool. Die haben wir jetzt auch hinterher ein bisschen so geändert, dass man da Aufträge annehmen kann, indem man irgendwie von der und der Fraktion nimmt man den Auftrag an, pflanzt dann das Gemüse an, was die haben wollen, liefert denen das und dann kriegt man da Ruf für. Zudem hat man da einen Postkasten, glaube ich, auch. Und zu Postkasten weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall ja, so ein Ruhestein-Gedöns, dass man sich da immer hin teleportieren kann. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Also unbedingt will ich jetzt nicht zu dem Bauernhof hin, da ich da mal einen Ruhestein haben muss, aber okay. Nicht unbedingt, ne? Bauer Toddy. Das ist richtig. Den habe ich noch gar nicht, den Titel. Wo kriegt man den her? Weiß es nicht. Gibt's den überhaupt? Bauer gibt's, ja. Ja, ja. Okay. Den Titel, ja, dann gibt's schon. Habe ich den vermutlich, wenn es bei den Ackerbauern gibt. Nee, also ich bin heute noch jeden Tag mit Spaß meine Felder am Machen, weil es einfach total praktisch ist, weil du dir erstmal die Harmoniepartikel anpflanzen kannst und die ganzen Rohmats, da sparst du dir halt das elende Gefarme. Wenn du Kräuter anpflanzt, du hast so eine hohe Chance, da einen Goldlotus beizuhaben. Da farmst du eine halbe Stunde. Ja, und das Anbauen dauert dann vielleicht 2 Minuten. Ja, das Lustige ist, ich mache das mittlerweile gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr dran denke, das zu machen. So eigentlich wäre das voll schlau, aber ich farm dann ja, so eine Runde. Du bist aber einfach ich, zu ich, doof dafür. Ich, ja, ist so. Ich denke einfach nicht daran, das dann zu machen irgendwie, warum auch immer. Ich kann es dir nicht sagen. Echt dämlich, auch an Erzen. Du kannst ja nur Trillium-Erze daraus, ne? Da habe ich pflanze nur an und damit kann ich jeden Tag so viel Barren machen, dass ich meinen lebendigen Stahl-CD raushauen kann. Boah. Also ich muss hier nix farmen, das ist praktisch, ne? So ist das gut, du. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Ist zwar manchmal ein bisschen nervig, ich denke so, ich muss nur hier scheiß Felder auf 37 Chars machen, aber ja gut. Ja. Ja, das ist halt, generell ist das ja auch sehr viel, so gerade mit dem Add-on, dass man jetzt sehr viel auch mit vielen verschiedenen Chars machen kann, was dann allen Chars was bringt, sag ich jetzt mal, wie das Anbauen zum Beispiel, oder jetzt halt auch dieses Verknüpfte, dieses, dass du zum Beispiel Mounts, das ist ja schon ein bisschen länger so, aber das ist ja alles, das fügt sich ja zusammen. Nach und nach wurde das dann immer mehr, dass du halt alles auf allen Chars hast, wenn du das mit einem machst zum Beispiel. Und wie man jetzt auch an der zeitlosen Insel sieht, man kann mit einem Char da halt rumrennen, lootet da Zeugs und findet halt irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die man seinen Twinks schicken kann und so. Das geht schon eher so in die Richtung, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass der Zeitaufwand so ein bisschen zurückgefahren wird, indem man, wenn man mit einem Char da primär was macht, ein gutes Beispiel ist, wie gesagt, die zeitlose Insel, du machst primär mit deinem Main da was, um Münzen zu farmen, um, keine Ahnung, um den halt zu verbessern und kriegst nebenbei noch was für deinen Twink, damit du mit deinem Twink es dann später, wenn du den nochmal spielen willst, dann ein bisschen leichter hast und das dann schneller geht. Das finde ich ganz cool gemacht. Also da hat sich das innerhalb des Add-ons, wie gesagt, gewendet. Von Anfang so viel Dailies machen und auf jedem Char, es hat ja nichts gebracht, wenn du auf der Main die ganzen
Fraktionen auf ehrfürchtig hattest und dann mit dem Twink was machen wolltest, hattest du da nichts von. Mittlerweile haben die da. Da gibt's ja dieses Ding, ne, was man sich genau, kaufen kann. Haben die da auch was dran geändert? Und das sind so Sachen, das finde ich gut, wenn die halt merken, okay, den Leuten gefällt das nicht, wir ändern was dran. Die haben jetzt auch fürs nächste Addon angekündigt, dass die da wieder an den Dailies rumschrauben wollen und so. Es soll wieder eine Begrenzung eingeführt werden, habe ich gehört. Jetzt erst wurde sie rausgenommen. Ja, aber man konnte ja früher nur 25 machen. Ich verstehe auch nicht, warum die das jetzt, ja, die schieben jetzt natürlich auf die Grenze, die weggefallen ist. Oh, jetzt müssen die so viele machen, aber ich weiß nicht, ob das so an der Grenze liegt. Ich meine, die Quests, die du machen kannst, sind ja trotzdem da. Und natürlich, du kannst dann nur, wie viel waren das, 25, 24? Ja, 25. Am Tag machen, klar, aber das bringt ja nichts, wenn du trotzdem 18.000 Fraktionen hast, die du machen musst, dann dauert das ja noch länger. Verstehst du? Ja, ich weiß das zum Beispiel noch zu der Zeit, wo ich bei den alten Fraktionen Ruf nachgefarmt habe wegen Erfolgen. Da kam ich mit der Grenze auch ganz oft nicht hin, weil ich dann in Netersturm oder wo das war, Dailies gemacht habe. Dann habe ich ein bisschen Nordend, da muss ich ja auch mal Dailies machen, um da Ruf bei den Fraktionen zu kriegen. Dann hattest du noch die Koch- und Angel-Dailies aus Nordend, aus Schattrad und schwuppdiwupp, hattest du 25 voll und dann denkst du dir, na toll, jetzt würde ich gerne noch mehr machen. Das ist halt eben, ich finde, die Grenze wieder einzuführen, das ist der falsche Weg, weil, wie gesagt, es bringt nichts, eine Grenze von 25 zu haben, aber du prinzipiell schon irgendwie 40 machen musst, um bei allen Fraktionen jeden Tag da deinen Ruf zu steigern. Da kann man das lieber so machen, dass man pro Quest den Ruf erhöht und dann die Quests runterschraubt, dass du gar nicht mehr so viele machen musst dafür. Das bringt viel mehr. Ja, ich denke, das werden die auch schon anpassen. Ich will nicht, dass hoffen. Du so und so viel brauchst und dann einfach eine Grenze einführen. Das früher war es doch so, wie du gerade schon gesagt hast. Ja gut, aber dann nicht für den aktuellen Content. Das wäre ja ein bisschen unrealistisch. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, also, die schieben mit ja, wie gesagt, so ein bisschen auf die Grenze. So, oh, die ist weg, jetzt fühlen die sich so gezwungen, alles machen zu müssen. Ja, aber du fühlst dich so oder so gezwungen, alles machen zu müssen, weil wenn du da 5 Fraktionen hast, die auf ehrfürchtig bringen willst, muss, wegen irgendwelchen Boni, weil du da irgendwelche Ausrüstung kaufen kannst für, wenn du den Ruf da hast und so, dann fühlst du dich ja so oder so gezwungen, die hochzumachen. Du kannst nur nicht, weil du halt diese Begrenzung hast. Das liegt ja nicht am Cap, dass du dich gezwungen fühlst, die Dailies zu machen. Verstehst du, wie ich meine? Wir haben es halt alles auf Dailies ausgelegt. Da hast du mal durch Inni, das haben sie ja jetzt auch gemacht, dass die erste Inni am Tag, dass du dir deine Fraktion noch aussuchen kannst, haben sie ja nachher eingeführt, beziehungsweise das erste Szenario. Oh, das ist eine schöne Überleitung. Oh. Szenarien ersetzen jetzt ja unsere geliebten Dungeons. Was hältst du denn davon? Na, ich mag die nicht. Weil bei den Szenarien ist das Problem, die sind ja nicht auf Klassen ausgelegt. Also du, theoretisch, so, es soll ja so sein, dass man, egal mit welcher Klassenkombination man da reingeht, dass man da durchkommt. Ob jetzt mit 3 DDs da reingehst, 3 Tanks oder 3 Heilern. So, und da haben wir schon das Problem, wenn du mit 3 Heilern da reingehst, kommst du da garantiert nicht vernünftig durch. Oder das dauert halt 3 Stunden. Genauso mit Tanks und wenn du nur mit DDs reingehst, ist es meistens dann, bei manchen Stellen kann ich mir das schon kritisch vorstellen. Von daher musst du da auch wieder so eine bestimmte, so ein bestimmtes Setup haben, um die zu schaffen. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich laufe über die klassischen Dungeons durch, wenn ich ehrlich bin, anstatt diese Szenarien, die, weil die, finde ich, dadurch, dass die teilweise ziemlich gescriptet sind, unnötig lange dauern. Also bei Dungeons hast du halt, je mehr Gear du hast, desto schneller kommst du durch. Du haust die schneller um, die Viecher, und kommst durch. Aber so bei anderen Sachen, bei Szenarien, wo du echt Wellen hast zum Beispiel, auf die du warten musst oder so, da kannst du Gear haben, wie du willst. Du musst dann auf die nächste Welle warten beispielsweise. Und das ist halt irgendwie, ja, das bremst so, verstehst du? Ist am Anfang noch wurscht, wenn das alles neu ist, aber hinterher, um da effektiv zu farmen, und du farmst ja erst, wenn du vernünftig Gear hast und da schnell durchrusht,
Ja, ist es eher nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst. Also, ich würde es jetzt nicht auf das Geskriptete oder so schieben, weil das hast du bei manchen Dungeons auch. Es ist eher so, an sich, ich mag die auch nicht. Von der Gruppenzusammenstellung, das Argument, was du gerade schon gebracht hast, finde ich total ätzend dann, dass man da nicht normal über einen Browser rein kann. So, ach ja, ich gehe mal Szenario, mal eben hier Klick anmelden. Musst du dich erst da in /2 Ja. stellen und eine Gruppe suchen, dann schreiben dich, wenn du schreibst, suche einen DD, dann schreiben dich 37 Leute an, dann impfst du einen, dann schreiben die 37 noch 10 Mal, hallo, hallo, nimmst mich jetzt mit, nimmst mich jetzt Ja. mit. Das Boah. fand ich auch so bescheuert. Mir war das gar nicht bewusst, weil normal Szenarien gehen ja so. Also über den Browser, soweit ich weiß, ging zumindest. Oder? Ja, Ja. ja. Und auf einmal kannst du dann HC-Dinger, ich guck. Wie jetzt, wo ist denn hier der Knopf dafür? Kann ich da doch noch nicht rein und so? Ja, nee, nee, geht gar nicht, weil du dann. Und das finde ich so bescheuert irgendwie. Ich meine, drei Leute in der Gilde zu finden, ist jetzt nicht so das Problem, wenn dann mal welche on sind. Wenn nicht, ja, dann musst du Ja, wenn erstmal. dann mal jemand Bock hat, ist Ja, eher das die ist schlimm. Frage. Ja, ich finde auch, was weißt du, einerseits. Führen Sie da so ein Zeugs ein von wegen Browser, damit alles schneller geht, damit du schnell Leute findest, bla bla, und dann auf der anderen Seite hauen die dir dann so ein Ding da rein, weißt Da ist dann halt wieder schwer, die Gruppen im Browser zusammenstellen, weil, wie gesagt, wenn du da, sag ich mal, drei Priester drin hast, dann bist du schon gearscht. Dann kommst du da schon kaum durch, ne? Deswegen denken die wahrscheinlich, ja, sollen sie sich die Gruppen mal Ja, selber gut. zusammenbasteln, wie die das für richtig Aber halten. ich glaube ja, die haben ja sowieso so ein Filtersystem drin, weil teilweise dauert das ja so lange, wenn du auch Dungeons da suchst. Ich glaube, das System versucht schon möglichst verschiedene Klassen reinzuballern, weil sonst. Oder? Also hab Also, ich das als ich Gefühl gehabt. meinen Shami hochgezockt habe, meinen zweiten, da war ich grundsätzlich in einer random Ini immer mit zwei weiteren Echt? Ele-Shamis und noch einem Shami-Heal. Ja, jedes verkackte Mal. Also. Damit, wenn dann mal Kette-Int gedroppt ist, ich das auch bloß Ich nicht gekriegt habe. hatte das Gefühl, dass die dann dass das System möglichst versucht halt, verschiedene Klassen zu nehmen, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass, ich meine, wie viele Spieler spielen das Spiel? Das wird wohl nicht so schwer sein, da mal irgendwie fünf Spieler zu finden, die gerade für eine Ini angemeldet haben. Das kann doch nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde dauern oder so. Deswegen irgendein Filtersystem werden die da drin haben, damit du da nicht mit fünf Priestern oder so durchrennst oder vier und einem Nee, Tank. aber mit vier Schamanen. Ja, vielleicht ist das beim Leveln auch noch was anderes, weil dann vielleicht haben die das beim Leveln auch irgendwie aus, damit du da vernünftig durchkommst oder was, ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie, das wirkt auf mich so inkonsequent irgendwie, wenn die so einerseits Änderungen machen und andererseits das dann wieder rausnehmen und ändern und Ich hoffe, mit dem nächsten Add-on kommen wieder Inis, weil die Szenarien haben mich so gar nicht überzeugt und jetzt rennt da eh keiner mehr rein, weil das Gear einfach schon so bearbeitet ist. In meiner dämlichen Truhe hatte ich eh immer nur Gümmelscheiß drin, deswegen war ich in meinem Leben vielleicht, weiß nicht, 10 Szenarien auf ja. Hero und dann hatte sich die Sache auch ganz schnell wieder erledigt. Wobei ich jetzt auch nicht schlimm fand, dass da keine neuen Inis jetzt mit dem 5.4-Patch reingekommen sind, mit neuem Gear und so, weil Auch nicht hin. das wäre ein bisschen zu vieles Guten gewesen, finde ich. Weil, ja, keine Ahnung, Flex, LFR, Normal, bla, noch ein paar Inis, hier noch ein paar Szenarios, Dailies, das finde ich schon okay. Ich gehe mal davon aus, mit dem nächsten Addon werden halt Inis und Szenarien kommen. Am Anfang gehe ich mal stark von aus. Hoffe Das ich. werden wir sehen. Hoffe ich nicht, aber mir ist, also. Ja, wir sind so ein bisschen ins Haten, ins Flamen abgerutscht. Oh. Aber ich war ja erst,
bevor das Addon rauskam, war ich ja so skeptisch, was das Setting angeht. So, jetzt kommen die auf einmal mit den Pandas an und oh, so. Oh, Asia-Scheiße, ey. Da hatte ich echt gar keinen Bock ja, drauf. Aber ja. Ich muss jetzt so im Nachhinein sagen, irgendwie, so styletechnisch, ich weiß immer noch nicht, was ich da, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde irgendwie, einerseits ist es stimmig, so wenn du auf Pandaria selber bist, das passt alles zueinander und so, aber irgendwie, wenn du mal, du denkst dann auch nicht aktiv dran, aber wenn du mal so dich hinsetzt und dran denkst, irgendwie so wirklich in die Welt, also passt das ja nicht rein, oder? So. Genau das wollte ich nämlich auch sagen. An sich ist das voll cool, aber das passt nicht so in den Rest der Welt rein. Das fand ich auch so strange, so die Rasse dann so. Anders wie bei dem einen Video, was am Ende kommt, wenn dann da der Panda-Häuptling mit den anderen Häuptlingen spricht, so mit dem Troll-Häuptling und mit dem Ork-Häuptling und mit dem Menschen-Häuptling. Ich finde, ich kann den nicht so ernst nehmen, ehrlich gesagt. Ich meine, so ein Kuscheltier. Ja, ich weiß echt nicht, wie gesagt, also irgendwie. Das ist vielleicht auch ganz clever gelöst, da halt einfach nur einen Kontinent zu machen, der dann so in sich abgeschlossen ist. Weil, wie gesagt, bei Kataklysm war ja so, dass du verschiedene Gebiete in Azeroth hattest, hier und da mal ein Fleckchen und so. Wenn die das mit MOP so gemacht hätten, was total unlogisch gewesen wäre, wenn auf einmal so, aber ist egal. Aber, dann wäre, glaube ich, mehr zur Last gefallen. Aber ich finde immer noch, wie gesagt, wenn du auf der Insel selber bist, dann ist halt alles stimmig und so, aber das ist halt wie eine ganz andere Welt. So, also die Scherbenwelt passt da besser zu WoW, obwohl das eine ganz andere Welt ist. Her, ja, ne? Genau. Obwohl das eine ganz, ganz andere Welt ist. Also irgendwie, weiß ich nicht, fügt sich schon ein, ist auch stilistisch, ist jetzt nicht was total rausfällt, aber das passt doch nicht irgendwie, finde ich. Und ich fand das auch mit der Rasse irgendwie ein bisschen komisch, dass man da jetzt eine für beide hat. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, ob denen einfach nichts eingefallen ist oder ich hoffe mal, dass die das nicht so weiter durchziehen und jetzt für, ja. Das finde ich ein bisschen doof, weil... Wie gesagt, es läuft alles auf Frieden hinab. Ja. Aber letztens schon gesagt. Aber, ich fände doof, wenn jetzt bei jedem Addon, wo eine Rasse bei ist, dann eine für beide, das finde ich ein bisschen lame. Ja, dann kommt dir da ein Panda entgegengelaufen und du weißt nicht, ist der jetzt zum Kuscheln oder zum Hauen, ja, ne? Das ist halt das Problem, weil ich schon auch vorm Addon gesagt hatte, du wirst dann irgendwie in BGs, hast dann zu 90% nur Pandas. Nicht, dass du nicht mal weißt, auf wen du hauen musst, das siehst du ja, aber ist doch doof irgendwie, wenn du da nur Pandas rumrennen hast. Ich finde das irgendwie, man hätte sich auch irgendwie was anders überlegen können, dass die Allianz die Pandas kriegt und die Horde... Nee, nicht wieder hier, nee. Ja, oder die Horde, die Pandas... Die Horde, die Pandas und die Allianz kriegt dann irgendwie die Mogu, weil die sich ja sowieso da bekriegen, verstehst du? Hätte ich ein bisschen schlüssiger gefunden, aber okay. Muss jeder selber wissen. Ja, an für sich, wie gesagt, wir können ja auch mal so ein bisschen drüber quatschen. Ist jetzt nicht nur ein Jahr MOP, ist ja auch fast 9 Jahre WoW. Also ich spiele jetzt nicht seit Classic und so, aber ja, seit WoTLK, also ungefähr jetzt 4,5 Jahre, sage ich jetzt mal. Was sich in der Zeit alles geändert hat, zum Guten beziehungsweise zum Schlechten. Was sich generell zum Schlechten verändert hat, ist, die Token, die Tokenvergabe in den Raids, finde ich. Weil wenn man sich ICC anguckt, da habe ich zwar noch nicht aktiv geradet, aber da fand ich es irgendwie cooler. Du hast halt einen Token gekriegt und konntest dir davon halt aussuchen, was du dir davon kaufst, ob das jetzt Helm ist oder Handschuhe oder keine Ahnung. Da wurde nicht so viel weggeschmissen, weil jetzt hast du halt
ein Helm-Token und das haben alle, wird dann weggeschmissen. Wäre das jetzt in, so wie in ICC gewesen, dann hätte man sagen können, ja, wer kriegt das denn? Der kann sich dann von, davon vielleicht die Brust kaufen oder so, verstehst du? Ja, das ist echt cool. Und wäre man wahrscheinlich zu schnell ausgegiert, wenn man dann einen Boss nur abfarmen muss, sag ich mal, ne? Ja, gut. Aber bei ICC hat das ja auch hingehauen, ne? Ich kann da nichts zu sagen. Da bin ich vielleicht mal so ein random 25er mitgerannt, aber das war dann auch. Also meine ganz Anfangszeit. Ja, da kann ich mich kaum noch dran erinnern, war ich nur ein kleines Mädchen. Och. Bei ICC war zum Beispiel auch so, dass wenn du ein HC teilhaben wolltest, dann hast du halt so ein HC-Token gekriegt, musstest aber, um das HC-Teil kaufen zu können, das Normal-Teil, also sagen wir mal Handschuhe, willst HC-Handschuhe haben, dann musst du die Normal-Handschuhe abgeben und das Token. Also so schnell wirst du da auch nicht ausgegiert, verstehst du? Ah, da erinnere ich mich noch. Das System fand ich eigentlich irgendwie besser, weil wie gesagt, so hast du echt teilweise dann droppt dann in 5 IDs der blöde Kopf und jeder hat den schon und der wird einfach nur noch weggeschmissen und man kommt ja, nicht weiter. Kennt man, ja. Ja. Also wie gesagt, ich fände das schon ein bisschen. Ich fand's besser damals, aber okay. Weiß nicht, wird auch, wie gesagt, hat vielleicht auch so seine Vorteile, dass man nicht so schnell ausgegiert ist und so, wobei das auch wieder glücksabhängig ist. Ja, hast du irgendwie was du besser fandst oder schlechter fandst früher? So, muss ja jetzt nicht aufs Raiden bezogen sein, so generell. So viel kann ich auch nicht dazu sagen. Ja, ich spiele ja auch erst seit Volk. Dann hatte ich zu Cutter, Anfang von Cutter hatte ich eine Pause. So PSA-BOT habe ich gar nicht mitgekriegt. UFL dann wieder angefangen und. Ich weiß nicht, vorher kamen mir die Leute einfach alle viel netter vor. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, wo man so durch Dalaran gelaufen ist und dann ganz viele Leute immer für ICC-25er gesucht haben. Dann bist du da nach Dalar-Mitte gegangen, hast den angewunken und dann hast du einen Inf ja. gekriegt. Im TS war alles lustig und jetzt, wenn du einen Fehler machst oder wenn das Gear nicht obermega ist, nee, kommst nicht mit. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder nicht. Auf jeden Fall kommt es mir so vor, als wären jetzt alle viel böser und viel einem gegenüber. Ja, aber da hast du schon was ganz Cooles genannt und zwar Dalaran. Dalaran war cool. Wo noch alle Portale da waren, da hatte so ein zentrales Dings, da war alles, nahezu alles, bis auf ein Haar jetzt vielleicht, aber daran finde ich cool, wird es auch nie wieder geben in der Form, weil die ja keine Städte mehr haben wollen, die für beide Fraktionen sind, was ich ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, da konntest du auch den Allies winken. Ja. Was du meintest von wegen netter und so, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also jetzt hast du ja das mit dem LFR und so. Ich weiß es nicht, dass du vielleicht aber viel LFR mehr... Beim LFR sind auch nur voll. Ja, dass du vielleicht viel mehr Leute hast, die dann halt LFR durchrennen und meinen, sie wären nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen, weil man halt auf dem alten Server so viele Leute kannte, und das schon so ein bisschen familiärer. Generell fand ich WOTLK, also für mich persönlich, das kann jetzt jeder sehen, wie er will, aber vom Style her so am coolsten, so dieses Wikinger-Setting, das fand ich schon am besten bisher. Also das hat mir bisher am besten gefallen von allem. Mag auch vielleicht daran liegen, dass ich da angefangen habe zu spielen, das ist ja dann auch immer so ein bisschen, das hält man ja dann besser in Erinnerung so ein bisschen. Aber ich fand's eigentlich cooler. Das, wir driften wieder in dieses, früher war alles besser ab, aber nee. Oh, die Leute, die mag ich ja gar nicht. Nee. Ey, ich spiele schon seit Classic, ihr habt ja alle keine Ahnung, ey, zu Classic war alles geil, alle, die nicht seit Classic spielen, ja, die haben überhaupt keinen Plan, ich habe schon die Beta gezockt, dann fragst du die, wie alt die sind und dann sagen die dir 15 und dann fragst du dich auch, okay. Ja.
Was früher allerdings besser war, waren echt die Städte. Denn wenn ich mir jetzt diesen scheiß Schrein der Dings da angucke, ey, da, ohne Witz, ey, ich hoffe, die haben da nicht einen professionellen Stadtplaner genommen, denn der sollte gefolgt werden. Ich verlaufe mich da immer noch. Ich finde das so blöd, allein, dass das so zweigeteilt ist. Jedes Mal verlaufe ich mich auf die falsche Seite. Das ist einfach, oh. Verlauf mich aber auch in OG. Da war Dalaran. Ich verlaufe mich überall. In OG? Nee, da habe ich mich dran gewöhnt. In OG hast du aber diese... Nach der Veränderung. Aber in OG hast du die Sache, du hast drei Gebiete, drei Stadtteile und in jedem ist alles vorhanden. Das ist echt geil, boah. Egal wo du bist, du kannst mal eben hier so, zack, gehe ich in Sahar, zack, gehe ich dahin. Hast du in dem scheiß Schrein da nicht? Also ich gehe immer, ich habe zwar den Ruhestein da, wegen zentral in MOP und so und schnell hin und zurück und bla. Und dann immer durchs Portal. Genau, aber ich gehe direkt durchs Portal, selbst wenn ich nur zu irgendwie zur Bank muss oder was. Ich habe ein, das geht für mich schneller durchs Portal und dahin, als wenn ich mich erstmal da dann durch... Nach der Bank willst du eh immer zum AHA, deswegen einfach direkt. Das stimmt allerdings. Naja. Ja. Früher war alles besser. Früher, ja, nicht alles, aber ich weiß auch nicht. Der Himmel war auch viel blauer. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass man sowas immer sagt, aber ja, ich glaube, das ist halt, weil man das Hirn merkt sich ja positive Sachen und verdrängt negative Sachen. Das heißt, du behältst aus der Vergangenheit die positiven Sachen, vergisst die negativen Sachen und das, was aktuell ist, da kriegst du ja beides, positiv und negativ mit. Deswegen hast du natürlich das Positive eher im Kopf von damals. Aber na, wir sind ja keine Hobbypsychologen hier. Studierte. Ja, du vielleicht, ich ja nicht. Ich bin der Dumme von uns. Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, ich bin der Dumme, ich bin der Dumme, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie seht ihr das? War früher für euch auch alles besser? Seit wann spielt ihr? Wie findet ihr MOP? Wie findet ihr WoW? Themenvorschläge für nächsten Podcast? Worüber sollen wir mal reden? Ansonsten habe ich da unten irgendwo einen Daumen verloren. Klickt doch mal drauf, damit ich ihn wieder finde. Scherz. Nö, Facebook-Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr denn mögt, mit einem neuen Thema. Und wir sind raus. Haut da rein. Schaut da raus.